Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Flask-Tutorial-Reihe. Heute das wahrscheinlich wichtigste Video überhaupt. Heute geht es nämlich um HTTP GET und POST. Und für was sind diese beiden Methoden jetzt erstmal gut? Naja, nehmen wir an, ihr habt ein Formular, das habt ihr in HTML oder sonst irgendwas geschrieben, in eurem Frontend halt vor allem. Und dann schickt ihr Daten. Diese Daten sind zum Beispiel für einen Login da. Dann sollte der Login oder muss der Login auf jeden Fall nicht über dieses Frontend abgeriegelt werden. Denn übers Frontend kann jeder alles mitlesen. Sprich, übers Frontend können auch bösartige Angreifer sozusagen einfach irgendwas ausführen. Also wenn ich jetzt über mein Frontend sage, hey, ich möchte in die Datenbank irgendwas eintragen, dann kann das auch jeder Angreifer machen. Deswegen muss so ein Eintragen oder Auslesen aus der Datenbank immer im Backend gemacht werden. Also normalerweise macht man das, oder bisher habt ihr es wahrscheinlich mit PHP gemacht, jetzt wollen wir es natürlich mit Python machen. Und dazu ist eben das da. Auf der anderen Seite sagen wir mal, euer Frontend möchte irgendwelche Sachen anzeigen. Also zum Beispiel, sagen wir, ihr habt ein Spiel. Dann habt ihr zum Beispiel das Bedürfnis natürlich, von mir aus irgendwelche Rohstoffe anzuzeigen und wollt dann auslesen, ja, wie viele Rohstoffe hat denn der Spieler? Dazu dürft ihr auch nicht das Frontend verwenden, denn sagen wir mal, ihr würdet das Frontend zur Berechnung von irgendwelchen Spielständen benutzen, dann kann das auch jeder User machen und ihr habt sozusagen das Nachsehen im Endeffekt, weil ja, er kann natürlich dann noch sagen, hey, ich habe volle Kontrolle über das Frontend, also kann ich natürlich auch einfach sagen, ich habe unendlich viele Ressourcen, und dann hat er natürlich sofort das Spiel gehackt und quasi gewonnen. Das ist das Problem daran. Deswegen läuft das Ganze normalerweise über den Server, über das Backend, und das schreiben wir ja hier gerade mit Flask. Sprich, ihr müsst irgendwie eurem Frontend eine Schnittstelle geben, mit der es auf euer Backend drauf zugreifen kann. Und das wollen wir jetzt eben machen. So, damit wir alles jetzt in Flask programmieren, machen wir jetzt auch das Frontend in Flask. Dazu pausiere ich euch erstmal ganz kurz, das ist ganz normales HTML, wir gehen gleich kurz drüber. So, ja, was ist das jetzt hier? Naja, das ist ein ganz normales Formular. Das heißt erstmal ein stinknormales Formular mit der Action, dass ihr posten wollt danach. Das kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr HTML mal gemacht habt, zum Beispiel zum Einloggen. Und das wird an die Seite Login geschickt, es verlangt einen Namen. Und man soll den Namen natürlich als Text eingeben und dann habt ihr einen Submit-Button und könnt das ganze Ding abschicken. Also sieht dann folgendermaßen aus. Ich habe das hier jetzt hier, ich kann zum Beispiel hier einen Namen eingeben, zum Beispiel Morpheus, und ja, drücke Enter. Natürlich passiert nichts, natürlich ist alles kaputt, aber ihr seht hier oben in der URL, da steht nichts drin, denn das Ganze wurde gepostet. Das ist der große Unterschied hier beim GET, das geht hier auch. Da passiert dann folgendes, ich mache das Ganze nochmal kurz, hier einfach Morpheus eingeben, ja, ich sollte vielleicht die Seite aktualisieren, sonst wird das nichts, irgendwas eingeben, dann seht ihr hier oben, wird auf die Seite Login weitergeleitet, Fragezeichen, Name ist gleich Morpheus. Das heißt, man kann dieses Ding natürlich auch bookmarken und so weiter und so fort, aber ja, man sieht es halt auch im Bookmark drin. Also wenn ihr das Passwort hier drüber mitschickt, dann habt ihr ein Problem, denn das Passwort ist natürlich dann auch einfach im Klartext im Bookmark zu sehen, was natürlich nicht sein sollte. Aber gut, darum soll es jetzt hier nicht gehen. Das lernt ihr, wenn ihr das Frontend programmiert. Jetzt wollen wir nur diese beiden Werte hier eben abfragen. Und das können wir jetzt hier, wir nehmen jetzt einfach das hier dazu, wir sagen hier, wir wollen Login, und also das soll dann die Login-Seite sein, wir wollen hier natürlich Login machen, und das Ganze nimmt auch irgendwie einen Parameter. Aber wie bekommen wir denn diesen Parameter? Naja, diesen Parameter kriegen wir auch wieder mitgeliefert, allerdings müssen wir ihn selbstständig auslesen, aus der URL sozusagen. Das heißt, wir kriegen ihn nicht direkt hier mit, sondern wir kriegen ihn durch die URL mit. Und das bedeutet, wir müssen hier auch was erlauben, nämlich Methods. Also hier sagen wir, Methods ist gleich, und dann geben wir an, was wir eigentlich gerne für... Oh, ja, ich sollte es vielleicht richtig schreiben. Sorry. Methods ist gleich, und jetzt können wir hier angeben, was wir eigentlich ganz gerne akzeptieren würden. Das erste ist Post. Und das zweite ist Get, natürlich. Es gibt noch ein paar andere Methods, die sind aber quasi nicht benutzt. Head ist, also wirklich Head wie Kopf, Head ist wie Get, aber es ist ohne den Antwortkörper sozusagen, braucht man aber oder benutzt man aber eigentlich wirklich nicht. Und dann gibt es noch Put und Delete, aber die nur zur Vollständigkeit mal genannt zu haben. Normalerweise sollte man sich sowieso auf diese beiden Dinge hier beschränken.
Und ja, jetzt wollen wir natürlich den Namen auslesen. Naja, wie machen wir das? Da müssen wir jeweils unterscheiden, ist es denn jetzt Post oder ist es Get? Wir haben jetzt hier nur zwei Sachen erlaubt, das heißt, alle anderen werden einfach nicht angenommen. Also sagen wir hier drin, okay, wenn unser, und jetzt haben wir hier ein Request. Und jetzt müssen wir auch erst noch Request hier oben importieren. Request. Und wenn unser Request jetzt ein Post ist, beziehungsweise ein Get ist, dann tun wir eben verschiedene Dinge. Request.method, .method, wird mir nicht vorgeschlagen, schade darum, ist gleich Post. Dann wollen wir irgendwas machen. Naja, was wollen wir machen? Wir definieren uns jetzt hier oben mal den Namen als leer, damit wir hier keinen Fehler mehr kriegen. So. Und ja, wie bekommen wir jetzt den Namen? Naja, der erste Fall ist unser Post. Da müssen wir das Ganze auslesen, nicht aus der URL auslesen, sondern aus dem Formular direkt. Unser Formular hier oben wird sozusagen, beziehungsweise der Inhalt von dem Formular, wird an diese Website-Login jetzt hier übermittelt. Und das bedeutet, wir kriegen auch über request.form, kriegen wir den Inhalt von diesem Formular. Und zwar wollen wir, naja, was wollen wir wohl haben? Wir wollen den Namen haben, weil wir es hier Name genannt haben. Achtung, nicht das hier ist relevant, sondern das hier ist relevant. Das wisst ihr aber hoffentlich auch noch aus HTML. Okay, ja, und wenn wir jetzt das ausgelesen haben, dann haben wir den Namen zur Verfügung. Wenn wir jetzt den anderen Fall haben, dass unsere Methode get ist, das schreibe ich jetzt hier einfach ins else. Ihr könnt natürlich trotzdem weiterhin request.method gleich get schreiben, das geht genauso. Aber in unserem Fall gibt es nur zwei, also post oder get. Wenn das der Fall sein sollte, dann kriegen wir das Ganze über die Argumente der URL. Ich zeige es nochmal ganz kurz. Sieht so aus. Das heißt, wir sehen hier oben Argumente der URL, Name ist gleich Morpheus. Und jetzt können wir hier einfach hergehen und sagen, ups, Name ist gleich, oder Name, ist gleich request.args, das sind die Argumente aus der URL.get. Ja, was für einen wollen wir denn jetzt haben? Naja, wir wollen den Namen haben. Und schon sind wir eigentlich dabei, das heißt, wir können jetzt hier beide Methoden effizient benutzen. Uns ist es hier im Backend völlig egal, ob wir jetzt eigentlich gerade über Post sind oder über Get sind. Und das ist das Nette daran. Okay, und ja, jetzt geben wir dann einfach aus Hello und dann den Namen. Gut, gehen wir mal zurück auf unsere Login-Seite. Was jetzt hier passiert ist, erstmal sind wir nicht erreichbar, weil ich natürlich, also da müsst ihr drauf achten, wenn ihr so einen Fehler hier bekommt, diese Website ist nicht erreichbar, dann ist irgendwas abgeschmiert, das heißt, euer Programm ist abgeschmiert. Und ja, wann schmiert mein Programm wohl ab? Naja, wenn ich einen Namen verwende, aber ihn vorher noch nicht definiert habe, sprich, das ist rausgegangen, als ich den Teil oben drüber gelöscht habe, dann schmiert die komplette Flask-App erstmal ab und ihr müsst erstmal die wieder von Hand neu starten sozusagen. Okay, aber gehen wir nochmal rein und ja, wir können eigentlich diese URL hier einfach neu laden, das ist das Tolle dran. Und jetzt steht hier Hello Morpheus, wer hätte es gedacht, weil hier eben der Name in der URL steht. Jetzt kann ich aber natürlich hier auch in die URL reingehen und kann zum Beispiel sagen ASDF oder sowas, dann steht hier Hello ASDF. Okay, das ist die eine Variante. Die nächste Variante ist, dass wir Post verwenden wollen. Dazu gehen wir jetzt hier in diesem Beispiel einfach mal her und ändern die beiden Sachen. Normalerweise sind die einfach zu unterscheiden. Das heißt, normalerweise hat wirklich Post so den Zweck, ja, Login-Bereich, man möchte irgendwelche Daten angeben oder der User gibt Daten an und man schickt die ans Backend, während Get ist, ich will was vom Backend mir ziehen, also ich will Informationen vom Backend haben. Dazu benutzt man meistens eher Get. Aber das, wie gesagt, macht euer Frontend für euch. Okay, das heißt, ja, wenn ich jetzt das mache, passiert natürlich, ich habe nicht gespeichert, ne? Achso, nein, natürlich. Wenn ich jetzt auch einfach manuell hier hinten dran hier den Get-Befehl eingebe, dann ist es trotzdem ein Get-Request, auch wenn ich eigentlich von meinem Frontend keinen Get-Request getriggert habe, also nichts ausgelöst habe, sondern ich habe hier einfach von Hand quasi ein Get eingefügt. Das geht auch natürlich. Aber das wollen wir jetzt hier nicht. Wir wollen das Ganze posten und das machen wir über dieses Ding. Jetzt sehen wir in der URL gar nichts mehr, aber die Post-Daten, die tatsächlich, ohne dass wir es merken, übermittelt wurden, die sind jetzt trotzdem an unser Python gelangt und wir können hier Hello Morpheus ausgeben. Und übrigens, wenn wir uns den Seitenquelltext mal anzeigen, dann steht hier auch wirklich nur Hello Morpheus, das heißt, wir können hier auch wirklich nicht sehen, was jetzt hier gerade passiert ist. Okay, ja, das sei erstmal alles zu HTTP-Methoden wie Get und Post. Und ja, ich hoffe, ihr konntet da einiges mitnehmen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!